Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Final Fantasy 9. Ja, wir erfahren gerade mehr über Kuja und die Machenschaften von Brain, falls ihr euch erinnert. Moment mal, ist das nicht der Typ damals in Burmekia? Außerdem munkelt man, Kujas Festung sei im Norden, auf dem äußeren Kontinent. Dem äußeren Kontinent? Es gibt viele noch unerschlossene Kontinente auf der Welt, weißt du? Dieser äußere Kontinent. Ist das nicht dieser unerforschte Kontinent nördlich des Kontinents des Nebels? Ob es da Rassen gibt, die der Magie mächtig sind, ist uns nicht bekannt. Aber sicher ist, dass Kuja Brain ganz alleine beliefert. Yep. Diese Person, die ich im Schloss sah. Das war vielleicht dieser Kuja. Auf jeden Fall scheint er Mutter verhext zu haben. Na, dann machen wir ihn noch platt, oder nicht? Wenn wir nur diesen Kuja loswerden könnten. Gut, ihr beiden begreift schnell, Zirp. Ist Kuja beseitigt, versiegt der Nachschub an Waffen und Brain wird geschwächt, Zirp. Dann ist die Zeit reif für einen Gegenschlag. Wenn wir Brain jetzt angreifen, haben wir nicht die geringste Aufsicht auf Erfolg. Im Klartext heißt das, reißen wir die Wurzel allen Übels aus, dann... Genau. Selbst wenn wir Brain besiegen würden, Kuja hätte bald einen neuen Handelspartner. Mutters Schuld wiegt schwer. Doch hinter all dem steckt Kuja und dafür wird er bezahlen. Doch zuerst sollten wir uns um Steiner und die anderen kümmern. Leider kann ich euch keine Soldaten zur Seite stellen. Um mein Volk zu beschützen, kann ich zurzeit niemand entbehren, Zirp. Keine Bange, Suna. Die drei sind bestimmt in Ordnung, hörst du? Wenn Bumekias beste Drachenritterin, Alexandrias Generälin, dieser alte Dickkopf zusammen unterwegs sind, dann gnade dem, der sich ihnen in den Weg stellt. Außerdem bist du ja nicht allein. Ich bin immer an deiner Seite und beschütze dich, Suna. Ich werde Kuja finden. Ich möchte auch mitkommen und helfen. Außerdem bin ich auf diesem Kontinent wohl eh nicht mehr so willkommen. Okay, damit ist dann wohl alles gesagt. Dann wollen wir mal die Flausen aus Kuja rausprügeln. Ich wechsle den Namen echt wie meine Unterwäsche. Wie wär's denn, wenn wir das schnellste Schiff in ganz Lindblum zur Verfügung gestellt bekommen? Bedauerlicherweise funktioniert der Nebelantrieb der Luftschiffe nur hier, eben auf dem Kontinent des Nebels. Zip. Das heißt, dass ihr mit einem Luftschiff nicht über das Meer gelangen könnt. Zip. Verstehe, aber wie steht's denn mit diesem neuen Luftschiff, das ohne Nebel angetrieben wird? Schon fertig? Nein, und sobald es fertig und einsatzbereit wird, beschlagnahmt das Brain sowieso, Zirp. Es gab zwei Bedingungen bei der Kapitulation, Zirp. Die erste war die Beschlagnahmung des neuen Luftschiffs. Die zweite war die Übergabe der Drachenkralle. Das neue Luftschiff kann ich ja noch nachvollziehen, aber was willst du denn bitte mit diesem komischen Klunker? Da bin ich überfragt, Zirp. Wie auch immer. Müssen wir uns wohl mit einem Boot begnügen? Das geht auch nicht. Der Seehafen ist gesperrt. Da kann kein Schiff auslaufen, Zirp. Aber verdammt doch mal, sollen wir dann schwimmen oder was? Nein, es gibt noch eine andere Möglichkeit, Zirp. Im Morasten nördlich des Schlosses gibt es ein altes Bergwerk, Zirp. In der Umgebung dieses Bergwerks wimmelt es nur so von Monstern und Kreaturen, die normalerweise auf diesem Kontinent nicht heimisch sind. Gerüchte besagen, dass eine bei den Ausgrabungen entdeckte Höhle als Passage zu einem anderen Kontinent dient, Zirp. Etwa zum äußeren Kontinent? Etwas vage, die ganze Geschichte. Kann man sich dann auf die Angaben verlassen? Nun ja, es sind Gerüchte. Also müssen wir wohl hin und vor Ort nachschauen. Fein, macht die Sache wenigstens ein bisschen abenteuerlicher. Pass mir ja auf die Prinzessin auf, hörst du? Wir beginnen hier schon mal mit den Vorbereitungen für einen Gegenschlag, Zirp. Mehr als diesen bescheidenen Taschengeld kann ich leider nicht entbehren, aber kauft euch, was ihr braucht. 3000 Geld, woo! Ich warte hier so lange. Komm, ihr kauft mir was Schönes. Ja, so ist es wohl besser. Yeah! Einkaufen. Oder so ähnlich. Ja. Tja, Lindblum gehört jetzt zum Reich Alexandria. Für eine Weile werdet ihr nicht mehr zurückkommen können. Daher solltet ihr euch gut ausrüsten. Kommt dann einfach wieder auf mich zu. Okay. Ich werde jetzt natürlich wieder haufenweise Sachen ausgraben können hier. Abgesehen davon, dass ich hier auch die ganzen Active Time Events dann natürlich auch wieder habe. Wir haben mit dem Verladen auf die Flottenschiffe begonnen. Das hat aber ziemlich gedauert, was? Ja, aber nur weil diese Lindblum-Soldaten sich nicht sofort dem Befehl gebeugt haben.
Wir müssen zusehen, dass wir mit dem Verladen fertig werden, bevor Königin Brandy Geduld verliert. Ich komme daher mit zum Hafen und werde selbst mit Hand anlegen. Jetzt, wo wir endlich die Drachenkralle haben, verschwenden wir hier nur unsere Zeit. Jawohl! Nicht schön. Nein, nicht schön. Was mit dir? Möchtest du Karten spielen? Nein? Genau, nur kleinen Ball geben. Heute leben, morgen kämpfen. Was mit dir? Möchtest du Karten spielen in dieser schweren Zeit? Nein. Ein Ölhändler. Es gab hier einen Ölhändler? Ich meine, okay, fein, warum nicht, aber... Ha. Möchtest du Karten spielen? Nein, Justin möchte nicht. Irgendwie bezweifle ich einfach mal, dass die Soldaten mit mir Karten spielen wollen. Ich weiß nicht warum, aber dem ist so. So, wir können nur noch bis zum Theaterviertel fliegen. Echt traurig. Aber gut. Ich schweife wieder ab. Oder beziehungsweise schweife gedanklich ab und höre dann auf zu reden. Das ist auch nicht gut. So. Warum fliege ich jetzt hier ins Theaterviertel? Ganz einfach, hier gibt es wieder neue Schatztruhen für uns. Und wenn wir schon da sind... Holt hat sie gerade seine Kunst? Ach, ein wirklich schönes Bild. Es hat irgendwie etwas Trauriges, aber es strahlt auch so etwas wie Stärke aus. Sie hat mein Bild verstanden? Da bahnt sich wohl was. Da bahnt sich wohl was an. Nun ja. Faszinierend, was es nicht so alles gibt. Das heißt wohl, das Industriegebiet. Upsa. Das Industriegebiet ist völlig in Schutt und Asche gelegt worden. Auch nicht unbedingt so schön. Möchtest du Karten spielen? Nein. Ja. Das Industriegebiet ist völlig hin. Ey, du bist doch Raoul. Ja doch, Raoul. Nur in der Burgstadt Alexandria leitet eine gewisse Ruby eine hübsche Kleinkunstbühne. Sprichst du auch die Wahrheit? Für die Bretter einer Provinzstadt wie Alexandria bin ich eigentlich zu high profile, aber es sind harte Zeiten. Aber ich werde auch den unwissenden Volk von Alexandria meine whole love schenken. Oh, da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Ruby und Raoul. Oh, Backe, da werden sich aber zwei finden. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, dass ich das machen kann. Ha! Man lernt nie aus. Ah, wow! Wie auch immer. Ja, hier finden wir noch ein bisschen mehr Geld. Geld ist jetzt nicht unbedingt die größte meiner Sorge, aber ich dachte mir, wenn die sich schon die Mühe machen, die Truhen wieder zu füllen, dann werde ich sie wieder entleeren. Was denn, komm, ich habe mir beinahe in die Hose gemacht. Wir haben auch schön aufgepasst, dass dem Tantalus-Quartier hier nichts passiert. Überlass das Lager hier also ruhig uns und geh diese Zipfelmützen platt machen. Gut. Ausgezeichnet sozusagen. Ich wurde geheilt. Finde ich gut. Ist sie eigentlich hiermit fertig? Nee, sie nennt noch Perseus. Perseus. Na komm, nenn Apotheker und dann gucken wir mal weiter. Was ich hier nicht alles lernen muss. Aber so bin ich. Ich bin so... Genauso wie in Lost Odyssey. Wo ich ständig vergesse, die Ausrüstung zu ändern. Also wenn ich genau weiß, ich habe hier eine bessere Waffe zum Beispiel für Zidane, Kommi. Da weiß ich immer sofort, ja, die muss ich jetzt ausrüsten, weil das ist eine bessere Rüstung, Waffe, wie auch immer. Und damit mache ich mehr Sachen, das ist immer gut. Eigentlich ein bisschen unnötig, aber so bin ich halt. Ich denke mir dann immer, yes, jetzt kriege ich hier eine neue Waffe und die muss ich jetzt ausrüsten, weil die neue Waffe mir mehr Schaden verursachen lässt. Bla. Ihr wisst, was ich meine. Das ist halt so, da bin ich so ein bisschen hyper. Nebenbei bemerkt, beim letzten Mal haben wir eine Lindblumkarte aufgesammelt. Ich frage mich, wenn man mal von den Motiven ausgeht, wie greift bitteschön eine Stadt an? Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich denke mir nur, dass es irgendwie sinnlos ist.
Ich wollte hier mal... Kann ich gar nicht mehr, ne? Weil du im Weg stehst. Ja, wir kriegen alles zum normalen Sonderpreis. Schön. Er hat aber, soweit ich weiß, nichts Außergewöhnliches. Da sagen wir mal nichts, was wir nicht schon haben könnten. Um es mal nett auszudrücken. Nichts, was wir nicht schon haben könnten. Stirnbänder haben wir alles. Feldzüge haben wir. Wir haben auch mehrere von diesen ganzen Armreifen. Wir haben diese Stöcke, haben wir auch alle gut dabei. Also ja, da ist nichts, was wir nicht haben können. Eigentlich wollte ich darauf anspielen, dass hier... Ich weiß nicht, ob da ein Dialog aufploppte, aber eins dieser Schwerter soll wohl eine Referenz an Final Fantasy VII sein. Bin mir aber wirklich nicht sicher. Und selbst wenn, ich hätte es in meinem gesamten Spieljahr nicht wirklich realisiert dann. Nun ja. Okay, wir können jetzt neue Sachen herstellen, nämlich ein Detonator. Dafür brauche ich einen Cyanquidea und ein Metridolch. Da ist dann natürlich mein Cyanquidea wieder weg und wie gesagt, ich habe gerne alles einmal im Inventar. Aber der Detonator, definitiv direkt besser. Er teilt Zustandsveränderung konfus. Auch nochmal sehr interessant zu wissen, denn das heißt... genau, Hauden Lukas ist aktiv. Wenn ein Gegner meinen Schlag überlebt, habe ich jetzt die Möglichkeit, konfus auf ihn auszuüben. Das ist gut. Ich finde das immer sehr gut. Also, wenn es sowas gibt. Jetzt nicht unbedingt konfus, aber allgemein so etwas. Natürlich muss man dann immer gucken, dass es auch wirklich nicht völlig sinnlos aktiviert ist, so wie ich es meistens habe. Weil man diese Ability-Punkte auch für nützlichere Sachen ausgeben könnte. Nämlich Sachen, die auch wirklich einen Effekt haben werden. Aber gut, weiter im Programm. Habe ich. Katjuscha habe ich. Torreinring brauche ich nicht mehr. Goldschal habe ich. Zauberstiefel habe ich. Ein Barett. Sehr schön. Kraftgürtel habe ich eigentlich. Ich glaube, das habe ich sogar gerade ausgerüstet. Dementsprechend bin ich damit schon fertig. Ich habe den noch ausgerüstet, oder? Ne, habe ich nicht. Wer hat denn dann meinen Kraftgürtel? Steiner? Was muss ich dafür haben? Kristallschild und Kettenhemd. Naja. Ich könnte noch eins davon machen. So. Und habe auf jeden Fall... Ich habe auf jeden Fall wieder einen Kraftgürtel dabei, habe aber immer noch alle Items im Inventar. Und ja, das ist dann gut so. Nur mal zum Gucken. Was ist das Barett hier? Ich habe doch gerade ein Barett gemacht, da. Apotheker und vor allen Dingen Vitra. Sehr schön. Sobald sie Felsenfest gelernt hat, kann ich da rumswitchen, finde ich sehr gut. Ja. Das war's dann eigentlich auch schon fürs Einkaufen. Viel mehr ist da jetzt nicht zu machen. Wir sind startbereit. Brains Flotte läuft ein. Mehr Active Time Events waren da ja jetzt auch erstmal nicht. Für Kriegsbeute laden die aber ziemlich billiges Zeug ein. Ob die das alles allen Ernstes mit nach Alexandria nehmen wollen? Oder planen die vielleicht eine längere Seereise? Ihr dort, hier wird nicht geredet, sondern gearbeitet. Verdammt nochmal, wer glauben die eigentlich, wer die sind? Wir sollten ein wenig Zeit gewinnen. Wird sicherlich noch eine Weile dauern, bis sie gestoppt haben. Mann, Alexandria herrscht jetzt über den ganzen Kontinent. Was nützt es denn, Vorbereitung für eine Seereise zu machen, wenn es eh niemanden mehr zu bekämpfen gibt? Das haben die bloß wieder ausgeheckt. Das ist mir ein Rätsel. Aber es handelt sich um die habgierige Brain. Vielleicht fehlt hier noch ein Kontinent in ihrer Sammlung. Ich würde mal glatt sagen, damit hat er eigentlich den Nagel auf den Kopf getroffen. So wie es aussieht. Wo geht die Expedition denn diesmal hin? Mir wäre weit und breit kein Land bekannt, das für uns eine Bedrohung darstellen könnte.
Aber was zerbreche ich mir hier in den Kopf? Königin Brain wird schon wissen, was sie tut. Und unsere Aufgabe ist es, ihre Befehle auszuführen. Genug jetzt damit, komm mit. Ein paar Blindblumensoldaten haben sich im Gästezimmer verschanzt. Gästezimmer verschanzt. Okay, und wir schleichen uns vorbei, weil wir Profidiebe sind, natürlich. Aber ja, würden die Soldatinnen Prinzessin Garnett sehen, oder unsere Suna, dann gibt's natürlich Probleme. Was zum anderen in der Welt hat Brain nur vor? Kami, müssen wir wirklich zum äußeren Kontinent? Was hast du denn auf einmal? Vor allem warst du noch ganz versessen drauf. Aber wenn euch etwas auf diesem fremden Kontinent zustoßen sollte, dann bin ich alleine zu schwach, um euch zu retten. So sorgst du dich also um mich. Naja, so kann man das nicht sagen. Es ist nur so, wenn die Prinzessin ihre Leibwächter verliert, ist sie in einer Bredouille. Ja genau, in einer Bredouille. Wie sagt man dann? Prinzessin, ich bin eures Dankes nicht wert, oder? Nein, im Ernst, danke. Keine Sorge, ich passe schon auf mich auf. Und wie steht's mit dir, Suna? Schließlich wissen wir nicht, was uns da erwartet. Ich bin bereit. Ich kann nicht zulassen, dass Mutter sich noch mehr zu Schulden kommen lässt. Gut, dann bleibt immer schön bei mir, du und Vivi. Ich sorge dafür, dass euch nichts passiert. In Ordnung. Yeah! Ich bin der Mann im Haus! Oder so ähnlich. Der Mann in der Questgruppe, wie man so möchte. Ah, Kami, Suna, gut, dass ihr kommt. Vivi, wo sind Onkel Sid und die anderen? Naja, also, er sagt, er kommt gleich wieder und seitdem ist er weg. Was treibt er bloß wieder? Hurra, ich habe es geschafft, Zirp. Ich habe zwischen dem Wasserdrachentor und hier die Lore sabotiert, Zirp. Das konnte ich nicht mehr ertragen, dass die in meinem Schloss einfach machen, was sie wollen. Verzirp nochmal. Los, die Gelegenheit ist günstig, Zirp. Aber passt bitte auf, in dieser labyrinthartigen alten Mine kann man sich leicht verlaufen, Zirp. Ach ja, noch was. Nehmt das hier mit, Zirp. Was ist das für ein alter Stofffetzen? Ein unverschämtes Mundwerk wie eh und je. Das ist nicht nur ein gewöhnliches Stück Stoff, Zirp. Das ist der Staatsschatz Lindblums. Es handelt sich um eine antike Karte, auf der alle Kontinente verzeichnet sind, Zirp. Ach so, also doch mehr als nur ein Stofffetzen. Weltkarte erhalten. Sehr schön! Nun aber los, wenn wir hier noch länger plaudern, kommen sie uns noch auf die Schliche. Kami, Vivi, Zirp. Dass ihr mir euch ja um die Prinzessin kümmert, Zirp. Ja. Okay. Du brauchst keine Angst um mich zu haben. Eine Juckzippe kriegt man so schnell nicht unter, Zirp. Nun aber schnell, Zirp. Wenn die mich hier finden, dann verarbeiten die mich zu Jucköl, Zirp. Lass uns gehen, Suna. Yeah! Es wird Zeit für den Aufbruch. Eine neue Welt. Also sowas, der Herzog, eine eklige Juckzirp und seine ergebene, hirnlose Witzfiguren. Was kann man am Verladen von Vorräten bitte schön so lange dauern? Nanu? Ihr zwei, da habe ich vielleicht etwas von Pause gesagt. Dass euch die Feigheit dieser Kerle in den Wahnsinn treibt, kann ich ja verstehen, aber... In Kürze beginnen wir ja mit unserer nächsten Operation. Diese Maschine gab plötzlich ihren Geist auf und die Lore steht seitdem still. Stimmt doch, oder? Ja, sie machte erst irgendwie zirp zirp und dann war Schluss. Eigentlich wollen wir ja noch ein paar Einkäufe erledigen, bevor es losgeht. Irgendeine Nachricht vom Wachposten? Nein, nichts. Ist dafür vielleicht Herzog Zit verantwortlich? Ich glaube, er verheimlicht etwas vor uns. Hier muss er lang sein. Ihr da kommt auch mit. Findet mir den Großherzog. Zu Befehl. Die Blondinen müssen halbnackt rumrennen, aber die Brünetten haben Hosen an. Oder wenigstens Strumpfhosen oder so. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe die Rangordnung nicht. Ich verstehe nicht, warum die das so machen. Egal.
Vom Modon an Monte. Nicht auszudenken, Kupo Mock aus dem Schloss ist verschwunden, Kupo. Haben die ihn die Alexandria-Soldatinnen mitgenommen, Kupo? Oder vielleicht gar die Schwarzmagier gefressen, Kupo? Ich sorge mich also, Kupo. Oh nein, das ist ja furchtbar, Kupo. Ich hätte so gerne einen Brief, Kupo. Aber das mit Monte ist auch schlimm, Kupo. Ah, nee, Quatsch, nicht mit Monte, sondern mit dem anderen. Egal. Bevor ich jetzt aufhöre, würde ich eigentlich gerne versuchen, noch einen Schatz zu heben mit unserem guten Freund Boko, dem Schokobo. Aber kommt drauf an, ob ich hier relativ schnell Spuren finde oder nicht. Und ob ich den Schatz nicht schon gehoben habe und mich nur nicht dran erinnern kann. So, da sind Spuren, sehr gut. Ich meine nämlich diese Papageieninsel. Ja, sowas merke ich mir, ne? Dass ich mit meinem Schokobo die Papageieninsel suche. Aber alles andere vergesse ich. Das war, glaube ich, die Papageieninsel, ne? Sandbank der Sicht. Na, das konnte ich dann. Ja. So, man kann jetzt. So, ich meine, das war die Insel unten. Deswegen müsste ich hier gar nicht rumrennen. Aber ich gucke hier trotzdem mal. Kann nämlich auch die gewesen sein. Ich komme mir da immer so doof vor. Ne, das ist die Insel, ne? Ist das die Insel? Das ist doch die Insel, oder? Das sieht so nach dieser Insel aus. Krähe. Krähe. Krähe? Karre. Sag ich doch, sowas merke ich mir, dass ich da eine blöde Schatztruhe zu heben habe. 8 Potions, 4 Phönixfedern, 3 Äther und einen Zauberumhang. Gar nicht so verkehrt. Ich glaube, das waren jetzt alle Schätze, die ich jetzt wirklich hier heben kann. Nee, der Strand der Papageien. Das war was ganz anderes. Das kann ich auch noch heben. Aber dann mache ich Schluss. Dann ist genug für dieses Video. Jetzt muss ich erstmal wieder hier rumkommen. Das einzige Problem, was ich manchmal mit dem Wasser habe, hier beim Nebligen, habe ich das Gefühl, ich sehe nie, was jetzt wirklich Riff ist und was nicht. Aber gut. Könnte schlimmer sein. Ich weiß nicht mehr, von hier aus war das, glaube ich. Ist auf jeden Fall die Insel da drüben. Und nur gucken, wie ich da drüber komme. Gar nicht. Das wäre aber ein bisschen seltsam. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass ich dahin komme. Daneben andersrum. Irgendwie komme ich da schon. Ich bin mir ziemlich sicher gewesen, dass ich dahin komme. Ich will ja hier nicht mich selber Lügen strafen im selben Video. Also das geht ja mal gar nicht. Nee. Hier haben wir diese Insel. Ich meine, das ist sogar dann auf der Insel selber. Jawohl. Allheilmittel, Elixier, Morgenschein und einen Ogerstock. Ja, das heißt, prinzipiell gesehen, und das hatte ich mir dann doch nicht mehr eingebildet, das ist das Gute daran. Prinzipiell heißt das, ihr könnt vor dem Ende von CD1 könnt ihr schon einen Ogerstock haben, den ich jetzt mir erst mühselig von einem Königsbasilisken gestohlen habe. Dementsprechend würde ich sagen, ich beende das Video hier mit dem Vermerk, einen Schokobo relativ frühzeitig heranzuziehen, so wie ich es gemacht habe, ist gar nicht so verkehrt. Das bringt eine Menge gute Items. Gut, im Großen und Ganzen brauchen wir ihn eh für eine ultimative Waffe hinterher. Ich möchte das jetzt selber nicht spoilern, ich sag nur, es gibt eine ultimative Waffe. Das müsst ihr jetzt nicht kommentieren da. Und das hier ist der Zauberumhang. Ich weiß gar nicht, ist das vielleicht, kriegt sie vielleicht MP plus 10? Kriegt sie auch nicht. Aber das ist dann eben so der Zauberumhang. Gar nicht so verkehrt. Auto-Potion nochmal. Nur Umhang für Magier. Auf Wiedersehen und Tschüss. Aber denkt dran, zieht euren Schokobo groß mit sehr viel Liebe und Geduld.